Hochschule gibt einem einen riesen Werkzeugkasten an die Hand, um damit zu lernen, wie man Spiele richtig baut, von A bis Z und Full Cycle macht. Wenn man Interesse hat und die Motivation hat, dann kann man daraus wirklich sein eigenes Toolkit bauen, um seine eigenen Spiele zu bauen. Und zwar von Ideation bis Anfang Publish. Bis Ende, ne? Also so auch dieses Projektmanagement sehr spannend und Creative Design und so. Das sind sehr coole Sachen, die wir damit kriegen. Hi, ich bin Susi und studiere Game Design und Management an der Hochschule Fresenius und bin Lead Artist bei Lone Flower Games. Moin, ich bin Felix. Ich studiere auch Game Design und Management im vierten Semester und bin auch einer der Co-Gründer von Lone Flower Games. Wir sind jetzt gerade hier auf der Gamescom und zeigen derzeit zwei Spiele. Wir sind eigentlich ein Jam-Team an der Schule gewesen und haben schon viele Schulprojekte zusammen gemacht und es gibt halt viele Optionen, als Team zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist wirklich unglaublich hilfreich beim Werdegang. Game Design ist ja generell ein sehr breit gefächerter Begriff. Im Endeffekt ist ein Spiel eigentlich das umfassendste Medium, was es gibt, weil wir haben da Video, wir haben da Bild, wir haben 3D-Welten, wir haben Sound, wir haben Musik und das wird alles in einem Spiel verbunden und diese ganzen Branchen, diese Felder müssen natürlich auch abgedeckt werden. Das heißt, wir machen viel Art-Stuff, also Kunst, wir haben Programmieren, wir haben aber auch User Experience, UI, wie sind die Buttons gelayoutet und dann natürlich auch den Management-Teil, also einfach viel auch BWL und Economics drin sind oder Projektmanagement, was natürlich auch, wenn man Projekte macht, sehr wichtig ist. Und das ist einfach alles sehr vielfältig, weswegen ich diesen Studiengang gewählt habe. Und das sind eigentlich die Kerninhalte des Studiengangs. Durch die breite Aufstellung hat man eigentlich alle Türen auf. Also man hat genau nicht diese Beschränkung, dass man nur Animator werden kann oder nur Sound Engineer, sondern man kann wirklich, wenn man seine eigene Spezialisierung wählt und sein Portfolio darum aufbaut, kann man machen, was man will. Also man kann Producer werden oder Firmengründer oder eben Künstler, man kann alles machen. Also und das ist, glaube ich, der große Reiz und das, was auch den Studiengang an der Fresenius so besonders macht. Ja. Die Dozierenden, die wir haben, sind nicht reine Didaktiker. Wir haben halt Leute, die selber gepublished haben, die selber Spieledesigner sind, also aus der Praxis kommen oder für Unternehmen gearbeitet haben oder derzeit arbeiten. Diese Praxis ist eher da durch die Dozenten. Wir bauen Spiele im Unterricht. Das hier sind jetzt Projekte, die wir neben der Schule gemacht haben, aber quasi auf Basis dessen, was wir aus der Schule mitnehmen konnten und auch wofür wir angeleitet worden sind. Wir vier haben uns im Studium kennengelernt und waren schon immer gründungsinteressiert. Wir haben einfach direkt gemerkt, okay, das hat geklickt, wir können gut miteinander arbeiten. Und deswegen haben wir uns zusammengetan und Lone Flower Games quasi gegründet. Ich wollte eigentlich schon immer selbstständig werden, deswegen ist das eigentlich eine perfekte Möglichkeit hier für mich. Wir haben quasi unser Portfolio vorgelegt, was wir schon gemacht haben. Und dann kamen wir auf die Hochschule zu und haben gesagt, hey, die Gamescom findet statt. Es wird uns mega helfen, wenn die Hochschule uns unterstützen würde. Und haben das der Hochschule als Kooperationsvorschlag unterbreitet. Und die Hochschule war da total zugänglich. Die haben gesagt, mega spannend, haben wir Bock drauf. Das sieht man ganz wenig hier, dass die Schulen ihre Studenten in der Form aktiv unterstützen bei der Ausgründung und sagen, pass mal auf, wir wollen, dass das irgendwie cool wird für euch. Ich glaube, das ist das, wofür wir hier extrem dankbar sind. Wenn euch der Studiengang interessiert, dann könnt ihr gerne auf die Webpage der Hochschule Fresenius gehen. Dort findet ihr alle Infos und ihr könnt auch gerne einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Genau, und ihr könnt auch gerne immer Fragen an uns stellen, wenn ihr Fragen zum Studiengang habt und die Studienperspektive hören wollt. Ja, vielen Dank und ciao.